liebe Genossinnen und Genossen, total gerne wäre ich jetzt beim Parteitag live dabei, um mich erneut für das Amt im Parteivorstand zu bewerben. Das geht leider nicht, weil mein erstes Baby kurz vorm Parteitag geboren werden wird und deshalb kandidiere ich in Abwesenheit. Mein Hauptthema im Parteivorstand innerhalb der Partei und in außerparlamentarischen Bewegungen ist die Gesundheitspolitik. Der Pharmalobbyist Jens Spahn ist die tagtägliche Vollprovokation für jede Pflegekraft und für jede Patientin und jeden Patienten. Die Beschäftigten sagen, zu Recht, jetzt erst recht, lasst uns hobeln, bis der Spahn fällt. Ich bin seit 2006 in der Solidaritätsarbeit für die Charité-Beschäftigten in Berlin aktiv. Ich habe außerdem das Berliner Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus mit aufgebaut und den ersten Volksentscheid für gesunde Krankenhäuser mit initiiert. Wo, wenn wir nicht an diesem Thema, liebe Genossinnen und Genossen, am Thema Gesundheit, können wir an der Seite von Beschäftigten und Gewerkschaften tatsächlich Erfolge erreichen? Wo, liebe Genossinnen und Genossen, wenn nicht an diesem Thema, können wir auch die Eigentumsfrage und die Systemfrage deutlich herausstellen? Wir können uns ein System Kapitalismus, das über Leichen geht, ein System, in dem in Altenheimen Menschen in ihrem Kot liegen gelassen werden, so ein System können wir uns nicht länger leisten, liebe Genossinnen und Genossen. Wir kämpfen für jede Verbesserung im Interesse von Patientinnen und im Interesse von Beschäftigten, aber wir kämpfen auch für die Abschaffung der Fallkostenpauschalen, wir kämpfen für die Überführung der Pharmaindustrie in öffentliches Eigentum und für die Rekommunalisierung privatisierter Kliniken. Und so stelle ich mir sozialistische Klassenpolitik und Partei in Bewegung vor. Ich möchte eine Partei, die stark ist, die stark in Parlamenten vertreten ist, aber eine Partei auch, die eben diese Mandate nutzt, um die außerparlamentarische Bewegung aufzubauen. Eine Partei, die die Mandate nutzt, auch mal Regeln zu überschreiten, sich Nazis und Sexisten in den Weg zu stellen, sie zu blockieren. Eine Partei, die auf den Demonstrationen die kurdischen Symbole offen verteidigt und sagt Nein zur Repression und hoch die internationale Solidarität. Und gerade in Zeiten, in denen die AfD eine starke Bewegung von rechts aufbauen will, bedeutet es für uns, wir brauchen eine starke, eine sozialistische Linke. Gegen rechts hilft nur links, liebe Genossinnen und Genossen. Und in dem Zusammenhang sind für mich zwei Punkte total wichtig. Erstens, es darf keinerlei Aufweichung unserer migrationspolitischen Forderungen geben. Und zweitens, jede Anpassung oder jede Koalition mit SPD und Grünen oder jetzt sogar Diskussionen über Koalitionen mit der CDU können wie ein AfD-Aufbauprogramm wirken. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns eine widerständige, eine oppositionelle Partei aufbauen. Vielen Dank.